König Minos ließ seinen Baumeister Daidalos mit seinem Sohn Ikarus zur Strafe in einen Turm sperren. Daidalos hatte dem jungen Athener Theseus geholfen, aus dem Gefängnis zu entkommen, und das hatte ihm der König übel genommen. Die Türen des Turmes, in dem Daidalos und sein Sohn Ikarus gefangen waren, wurden zugemauert. Ein einziges Fenster war in der Mauer eingelassen, aber so hoch über dem Meer und dem Land, dass jeglicher Sprung in die Freiheit tödlich enden musste. Man müsste fliegen können, dachte Daidalos. Er beobachtete, dass immer wieder Vögel am Fenster des Gefängnisses Rast machten und sich ihr Gefieder putzten und dass sie dabei Federn ließen. Daidalos sammelte diese auf und band sie an einem Leinenband mit Wachs zu großen Flügeln zusammen. Als die Flügel fertig waren, waren Daidalos und sein Sohn zum Sprung ins Leben bereit. Ja, was wäre, wenn wir Flügel bauen könnten? Flügel, die Mut machen, die begeistern, die uns Lebensenergie und Lebenskraft schenken, die uns helfen, eine positive Zukunft zu bauen. Geht das überhaupt? Darf man das? Carsten Fuchs ist Zukunftsbildgestalter, Mutmacher, Energiezünder, Zu- und Vertrauensexperte und so vieles mehr. Aber vor allem ein Mensch, der mich persönlich sehr fasziniert und der mir sehr aus dem Herzen spricht. Carsten wird am 15. Februar in Wien Lust auf Zukunft machen. Er wird bei uns im Florida Tower, das ist im 21. Bezirk in Wien, ab 18 Uhr erzählen, wie man Flügel bauen kann. Wie wir in uns, im eigenen Team, in unserer Organisation, in unserem Unternehmen Lust auf Zukunft machen können. Bei dieser Veranstaltung kann man natürlich auch live dabei sein oder virtuell teilnehmen. In beiden Fällen bitten wir um eine Voranmeldung unter diesem Link. Ich werde bei dieser Veranstaltung auch dabei sein und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns an diesem Abend treffen. Zukunft wird aus Mut gemacht. Yes. Vielen herzlichen Dank, Carsten, für deinen Besuch in Wien. Das wird ein Fest.